Hi, liebe Cortito-Kaffee-Freunde. Ein bisschen Delay. An Ostern dürfen wir auch mal ein bisschen später dran sein. Ich hoffe, ihr habt alle eure Osternetze auch daheim gefunden. Nachdem sich jetzt das Wetter ein wenig zusammenzieht in Franken hier bei uns, haben wir gedacht, jetzt mache ich mal ein Live-Video für all die, die dann daheim vielleicht noch ein bisschen die Langeweile und die Lust am Probieren drückt, wollte ich unbedingt mal noch den Dalgona-Coffee zeigen. Ja, ihr seht schon, was man braucht, habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Schönes Glas, habt ihr bestimmt noch ein schöneres wie ich da. Eiswürfel kann man, muss man nicht nehmen. Kalte Milch, ein Gefäß, wo wir das Ganze dann mixen können. Und was wir dazu hauptsächlich brauchen, das bringe ich jetzt mit. In den Tutorials wird es oft mit Instant-Kaffee gezeigt. Instant-Kaffee ist nicht meins. Darum die Variante, so wie es ich gerne mache, ist auch bei den Griechen ähnlich sehr verbreitet. Und ich denke, jeder hat irgendwie einen Vollautomaten, Siebträger oder was Vergleichbares daheim, wo er sich einen schönen Shot rauslassen kann. Und dann braucht er nicht extra irgendwie eine Dose Instant-Kaffee für teuer Geld kaufen. Und das schmeckt mindestens genauso geil. Ich bereite jetzt mal schnell den Espresso-Shot vor. Ganz klassisch aus der Siebträger. So. Ein bisschen länger kommt der Schlauch, das ist vielleicht länger. So. Ihr gebt einfach ganz klassisch hier, das ist so ein klassischer Shot aus meiner Tasse, in ein schmales Gefäß, wo ihr möglichst gut rühren könnt, rein. So, und jetzt ist es natürlich mit dem Instant-Kaffee und dem Zucker relativ leicht. Das ist ja auch kein großes Ding. Ich nutze jetzt hier, seht ihr, wie voll es ungefähr war, nutze ich meine Tasse hier als Messbehälter. Wer es nicht so süß macht, kann natürlich ein bisschen weniger nehmen. Aber ich sag mal so, das schmeckt in der Creme aufgeflufft sehr, sehr lecker dann. Darum wirklich eins zu eins zu übernehmen. Reinkippen und dann wird das Ganze mit dem Rührstab, mit dem was auch immer ihr zu Hause habt, mit der Küchenmaschine, ich habe es jetzt privat normalerweise mit der Küchenmaschine gemacht, da kann man es aber nicht so gut zeigen, jetzt einfach mal ordentlich durchgemixt. Ich lasse es jetzt ein bisschen laufen, damit man sieht, dass es auch wirklich so ist, dass es so schaumig wird. Das ist jetzt praktisch die Konsistenz nach kurzer Zeit schon. Kann man bestimmt relativ gut sehen. Ich war aber so frech und wie es Rainer Mörtel und Co. machen, der Alfon Schubeck. Ich habe da mal was vorbereitet. Ne? Habe ich hier mal schon mal ein bisschen vorgerührt und habe das Ganze schon mal im Kühlschrank stehen lassen. Das heißt, wir rühren hier mal noch mal ein bisschen nach. Aber nach 5 bis 6 Minuten hat das Ganze so eine richtig geile, fluffige Konsistenz. Also das schaut richtig geil aus und schmeckt auch so, kann ich versprechen. Je nachdem, wie fruchtig euer Espresso ist, habt ihr natürlich auch so eine leichte Säure-Fruchtnote mit dabei. Das ist natürlich wie immer Geschmackssache, aber wenn ihr fruchtige Espressi mögt, dann kommt das natürlich auch verdammt gut an, wenn das Ganze in der Dalgona-Creme so ist. So, jetzt machen wir eins, einfach nur ein paar Eiswürferli. Das hat gepasst von der Menge her. Und dann geben wir da Milch auf. So, und dann gebt ihr einfach diese
Geile Dalgona. Kaffeecreme da drauf. Und das ist eigentlich schon alles. Es ist super simpel, super leicht gemacht. Ich finde es super lecker. Hi Biggie, Grüße nach Spalt zurück. Frohe Ostern euch. Frohe Ostern an alle, die zusehen übrigens. Und wie gesagt, es muss kein Instant-Kaffee sein. Das kann auch ein ganz normaler Espresso aus dem Vollautomat oder Siebträger sein. Das geht ratzefatz. Das ist wirklich das, was am längsten dauert, ist das Mixen echt. Und ich habe es mit der Küchenmaschine gemacht. Die Küchenmaschine läuft da echt 10 Minuten lang. Wenn es wirklich mit einem schmalen Gefäß, so wie hier, ganz old fashioned macht und im Handmixer nimmt mit einem Aufsatz, dann geht es ruckzuck, dauert es 4-5 Minuten maximal. Und dann hast du diese Konsistenz beieinander. Und dann kannst du das Ganze nochmal in den Kühl stellen. Und dann kannst du das so genießen. Schau, habe ich ein wenig Sauerei gemacht hier. Aber schmeckt lecker. Und das ist er, der Dalgona Coffee. Ich hoffe, ihr habt das genossen, was ihr gesehen habt. Espressi, genau. ich wünsche auf jeden Fall jedem viel Spaß beim Nachmachen. Wie gesagt, das Schöne ist halt, du brauchst überhaupt keinen extra Wurscht, das zu machen. In der Gastro auch übrigens sehr geil, wenn du so ein richtig High-End-Mixer hast, wie den Hamilton Beach. Es ist halt auch flotter noch gemacht, wie mit einem Handmixer. Und es ist halt echt ein super erfrischendes Getränk. Gerade jetzt fürs Auswärtsthema, wenn es wärmer wird. Das Ganze könnt ihr natürlich auch noch mit ein bisschen Pfiff verpassen. Wenn ihr in die Milch noch einen Schuss Liqueur 43 oder einen schönen Likör reingebt. Mit Vanille oder Nuss-Nougat. Da gibt es so viele schöne Varietäten, die man da machen kann. Vielleicht ein Klecks Baileys oder so. Und dann hast du da eine richtig, richtig geile Version von Kaffee für den Abend in erfrischend. Es muss nicht immer heiß sein, gerade wenn es jetzt schön warm ist, macht man das doch ganz entspannt auch immer in kalt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Teilt mein Video, guckt auf unserer Seite vorbei, smasht den Like-Button kaputt und ich wünsche euch ein wunderschönes Osterfest noch. Bleibt gesund, lasst euch nicht einkriegen von dem Thema hier gerade. Genießt die Zeit und versucht leckere Sachen aus. Euer Angelo von Colito Café. Schönen Ostersonntag euch noch. Ciao.